Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Grisdev. In der letzten Folge haben wir Quest gemacht und jetzt bauen wir mal eine Quest, ihr wisst ja, wie es geht. So, Entschuldigung, ich habe mich ein bisschen angeguckt, eigentlich nicht so viel, aber ich habe in LAN schon ein paar Sachen entdeckt, die wir machen können, und ich habe eine Sprechblase bei Katie gesehen. Deswegen sprechen wir sie mal an. Gucken, was sie zu sagen hat. Ich bin froh, dass ihr beiden hier seid. Carrie, nicht Katie. Bitte nehmt dies. Was ist das? Das ist das Tagebuch eures Vaters. Er hat ein Tagebuch geschrieben? Mein Gott. Irgendwie hat er viele Sachen gemacht, von denen keiner was wusste, was? Ich hatte immer vor, es euch eines Tages zu zeigen. Es gab viele Dinge, die euch euer Vater niemals sagen konnte. Ich denke, es ist wichtig, dass ihr wisst, was er wirklich fühlte, ja. Heute habe ich sie Oswalds Diener meine Bedingungen für die Adoption von Hubert übermittelt. Mein Gott, hat der zufällig die Seite aufgeschlagen? Ich hoffe mit ganzem Herzen, dass Hubert sicher und gesund aufwächst, dass er nicht zu einem Werkzeug für politische Ziele wird und dass er die beste Bildung erhält, die ihm Sir Oswald bieten kann. Ich wünschte ihm, dass er nicht nur Wissenschaften, sondern auch Kampfkunst erlernt. Hubert ist ein intelligenter und zäher Junge, der unter Sir Oswalds Führung Großes erreichen kann. Ich will, dass er auf den Mann, der er einmal sein wird, stolz ist. Und vor allem will ich, dass er nicht um meinen Titel kämpfen muss, denn dieser Kampf hat schon mich und meinen Bruder entzweit. Was wird Aspel wohl denken, wenn er davon erfährt? Wahrscheinlich wird er mit seinem Missfallen nicht hinterm Berge halten, denn das hat er ja noch nie gekonnt. Vielleicht versteht er die schwierige Entscheidung, die Erwachsene treffen müssen, wenn er älter ist. In Wahrheit fürchte ich mich vor seiner Reaktion. Ich fürchte, er könnte sich von der Familie abwenden und fortgehen. Genau wie mein eigener Bruder. Hui. Prince Richard ist zurzeit Gast im Herrenhaus. Ich darf nicht zulassen, dass er dem Kampf um den Thron zum Opfer fällt. Denn ich kenne den Schaden, den ein solcher Kampf anrichten kann, nur zu gut. Ich bin eigentlich kein Mann, der den Himmel um Hilfe anfleht. Aber wenn die richtige Zeit dafür war, dann jetzt. Bitte, wenn da jemand zuhört. Wache über meine Söhne und sorge dafür, für ihre Sicherheit. Ich werde alles geben, was ich habe, selbst mein eigenes Leben, wenn sie nur sicher sind. Bitte, ich flehe aus tiefstem Herzen. Aspel hat heute sein Zuhause verlassen und ist in die Hauptstadt geflohen. Ich weiß, dass er nicht seinen Wünschen entsprach, dass ich darauf bestand, dass er bleibt und der nächste Fürst von Lond wird. Aber es war nie meine Absicht, ihm seine Zukunft zu berauben. Leider scheint er aber dieser Ansicht zu sein. Ich habe gegen meine Wünsche gehandelt, um nicht denselben Fehler wie mein Vater zu begehen. Und jetzt sieht es so aus, als hätte ich dafür ganz andere gemacht. Ich habe keine andere Wahl, als an meinen Söhnen und ihre Potenziale zu glauben. Ich muss darauf vertrauen, dass Aspel und Hubert Land wieder Hoffnung bringen werden. Und dass sie jede Herausforderung meistern können. Seid stark, meine geliebten Söhne. Ich glaube an euch. Peace. Als euer Vater in eurem Alter war, wählte euer Großvater ihn als Herrscher von Lawnd aus und nicht euren Onkel Elden. Da Elden der älteste Sohn war, kam die Entscheidung sehr überraschend, aber euer Großvater ließ sich nicht beirren. Schon bald brach ein fürchterlicher Streit zwischen eurem Vater und Elden aus. Letztendlich wurde euer Onkel aus Lawnd verbannt und starb, ohne je mit seinen Gefühlen ins Reine gekommen zu sein. Euer Vater hat sich selbst daran die Schuld gegeben und er war fest entschlossen, euch beiden diesen Weg zu ersparen. Deswegen hat er nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass Aspel Lawnd erben sollte. Und auch warum er wollte, dass Hubert die Möglichkeit zur Verfügung steht, die ihm die Oswald-Familie bieten konnte. Aber diese Entscheidung hat ihm bis zu seinem Lebensende zu schaffen gemacht. Er machte sich Sorgen, dass er sich zu sehr bemühte, die Angelegenheit mit seinem Bruder wieder gut zu machen. Und dass ihr beiden dadurch umsonst gelitten habt. Vater? Er musste ja unbedingt etwas in dieser Art zurücklassen. Wie soll ich ihn denn jetzt noch hassen? Das ist typisch für ihn. Warum hat er uns das alles nicht schon vorher erzählen können? Warum musste er bis nach seinem Tod warten? Aber weißt du, eigentlich ist alles so gekommen, wie er es sich gehofft hatte. Wir beide haben unsere Differenzen beilegen können, nicht wahr? Und jetzt kämpfen wir nicht nur für Lawnds Zukunft, sondern auch für die Zukunft der ganzen Welt. Ich hoffe, du warst immer noch über uns, Vater. Bin nicht so schlau, deswegen werde ich die Führung in Zukunft sicherlich brauchen. Wenn der Fall eintrifft, hoffe ich, dass du da bist.
Ach, Espel. Espel. Und kein Titel. Ah, egal. So, dann. Weiß ich nicht. Hier gibt es ja noch was, was wir. Okay. Hier gibt es ja noch eine Kleinigkeit, die wir schon lange hätten erledigen können. Es hat was mit so viel zu tun. Und Blumen. Und Samen. Und mehr weiß ich nicht. So, dann gehen wir mal hier. Hallo, Furie. Mit der Schwester vorbeigelaufen. So. Fehlt, glaube ich, nur ein Samen. Wir haben, glaube ich, einen Samen. Dann wollen wir mal diesen namenlosen Blumensamen einsetzen. Namenlos. So wie ich. Schön. Okay. Das waren, glaube ich, alle, oder? 10 Stück. Wir müssen irgendwo welche auftreiben. Wo ist... Fehlt nur einer? Muss ich erst warten, bis sie wachsen. Warte mal, ich lasse sie mal kurz wachsen. Mal wieder rein und rausgehen. Weiß nicht, ob das klappt. Gibt es hier noch was? Nee, okay. Dann gucken wir mal. Hier sieht nicht so aus. Egal. Ich dachte, da wäre der letzte. Ja gut, dann... Boah, wo war nochmal? In Dingens, in Velanik. Ja, in Velanik. Habe ich noch ein Smiley gesehen. Ich glaube, da kriegen wir den Spaten her, aber ich bin mir nicht sicher. Aber doch irgendwie schon. Ach ja, genau. Guck mal her. Ich muss noch ein paar Sachen kombinieren, die ich noch nicht offscreen verbunden habe. Saladen. Und zwar habe ich eine Stoffpuppe neu hergestellt. Und die kann man mit den kaiserlichen Abzeichen hier verbinden, um eine Plüsch-Estelle herzustellen. Ein Charakter aus Tales of Vesperia. Boink. So. Er hat verdächtige Pulver, das können wir hier mit noch verbinden. Mache ich aber nicht, weil dafür, da brauchen wir für eine Quest, wenn ich mich nicht irre. Darum geht's ja in diesem Part. Boah, das Sterben langweilig wahrscheinlich. Egal. So, dann gucken wir mal. Ich möchte mal die Kämpfe hier aus dem Weg gehen. Danke. So, dann. Ich habe dich doch genau gesehen. Komm nochmal her. Einfach nach oben. Da haben wir, glaube ich, doch schon letztens irgendwie eine Quest abgegeben oder so. Yay. Da. Komm du her, du. Erstmal nehmen wir das hier. Okay. Okay. Hi. Du hast ein Smiley. Du musst was Wichtiges machen. Oh Mann, das ist schlimm. Richtig übel. Was ist los? Die Aufseherin hat mich hierher geschickt, damit ich dieses Gebiet nach Mineralien absuche. Aber es gibt ein Problem. Was denn für ein Problem? Hä? Ist das nicht? Pascal, ich dachte mir doch, dass du das bist. Hat der Auftrag der Aufseherin etwas mit dem Walknis zu tun? Ja, ich soll herausfinden, was passiert, wenn dem Walknis das Elf entzogen wird. Dann ist die Lage also wirklich so schlimm? Ist das nicht schon passiert? Was meinst du? Du hast die Wand angeschaut und gesagt, dass es wirklich schlimm steht. Ach das, ja, aber da ging es um was anderes. Der Felsengrund ist nämlich viel härter, als ich dachte. Ich habe nur diesen blöden alten Spaten dabei, der nicht robust genug ist, um an gute Proben heranzukommen. Oh, einen Moment lang dachte ich, wir hätten jetzt mit einem echten Problem zu tun. Für mich ist das ein echtes Problem. Was ich bräuchte, ist ein Bohrer. Ihr habt nicht zufällig einen dabei. Ein Bohrer? Nicht griffbereit, aber ich glaube, Furie hat welche in ihrem Zimmer. Oh, könntest du mir einen bringen? Bitte, bitte. Gerade ist alles, was ich tun kann, vergebens. Also, da, nimm einen Spaten als Anzahlung für den Bohrer. Okay, Pascal war genervt. Das sieht man auch nicht oft. Hi. Habe ich schon Bohrer? Hier, bitte. Nom. 8000 Dank. Tut mir leid, dass ihr meinetwegen so viel Mühe hattet. Irgendwie nicht. Du sagst es, es ist nicht gerade so, als würden wir den ganzen Tag rumsitzen und Schokodrops essen. Irgendwie schon. Oh, tut mir leid, ich wollte nicht. Nein, ist in Ordnung. Ist es das? Es stimmt schon, dass wir dringend Sachen zu erledigen haben. Ja, Quests zum Beispiel. Aber irgendwo gibt es eine Grenze, was wir tun können. Ja, du hast schon recht. Wenn wir helfen, wo wir können, werden uns gute Dinge begegnen und das Leben leichter machen. Du meinst wie Sophie und Richard und so? Ja, das glaube ich. Ich weiß schon, dass ich es nicht sehr gut erkläre, aber es ist, wie meine Mutter immer gesagt hat.
Manche Dinge darf man nicht überstürzen. In solchen Zeiten muss man seine Grenzen kennen und tun, was man tun kann. Deine Mutter klingt echt clever. Wo ist sie jetzt? Sie ist gestorben, als ich klein war. Nichts überstürzen. Gut. Ab sofort werde ich mir Zeit lassen und tun, was ich kann. Und jetzt ist es Zeit, dass ich mich an die Arbeit mache. Ich bin auch total inspiriert. Suchen wir was zu tun. Los. Ja, helfen wir so vielen Leuten, wie wir können. Ja, das sind irgendwie... Das ist irgendwie der Sinn von dem Quest-Marathon gerade. Gehorsame Tochter, okay. Ich muss mal kurz hier raus. Was haben wir hier? Bankerfahrung, jo. Werkzeit runter, jo. Den Sparen können wir auch abgeben. Dann. Ups. Wo war das? Oh, ah ja, okay. Muss ich aber jetzt nicht. Velanik. Da muss ich wegen den Sparen und wegen... Ah, nee, das Zerwert, mein Gott. Ja, okay, da muss ich nochmal das Zerwert. Aber gibt's hier nicht auch noch was zu tun im Gasthaus, wenn ich mich irre? Boah, das mache ich aber im nächsten Part, nehme ich mal an. Ein Elixier. Okay. Dann gehen wir noch mal nach Zevert. Die ganzen Puppen abgeben für kleine Mädchen. Erwartet schon. Ich weiß ja nicht, ob wir auch schon hier fast alle haben. Stratratsche, Beweis für Spionage. Gucken wir mal an, was wir dafür machen müssen. Zum Forschungslabor müssen wir auch noch. Mein Gott. Jo. Bananenpastete. Hey, ich habe den Kapitän in Zevert nach einem Werkzeug gefragt. Könnt ihr es mir bringen, falls er es schon besorgt hat? Danke. Achtung, Bürger, ein Rebellengruppe hat den Fendelturm infiltriert. Solltet ihr Hinweise auf ihre Aktivitäten finden, wählt sie sofort. Okay. Okay, der Kapitän in Zevert. Okay. Muss ich mal gucken. Vielleicht hier im Dingens, eben im Hafen. Oder läuft irgendwo hier rum. So. Da war er doch, oder? Hallöchen, ich habe ein paar Puppen. Hier, bitte. Das ist Estelle. Ich kenne sie, sie ist eine Prinzessin. Macht Sachen mit Blas, Blas-Dings da. Wirklich? Das klingt ja toll. Eines Tages werde ich mich hier hinausschleichen, wie Estelle es getan hat. Ich will reisen und die Welt sehen. Okay. Hier, bitte. Ist das eine Maschine? Ih, meine Hand ist voll Blut. Es ist kein Blut, es ist nur Öl. Ih, ich muss es reparieren. Ich habe eine Überraschung für dich, Sophie. Heute bekommst du ein Geschenk von mir. Ein Geschenk? Zum Dank für all die neuen Freunde, die du für mich gefunden hast. Ich habe dir eine Medaille gemacht. Mami hat erzählt, dass Leute, denen das Land zu Dank verpflichtet ist, so etwas bekommen. Und ich wollte dir zeigen, wie dankbar ich dir bin. Vielen Dank. Nein, ich bin dir dankbar. Da steht Laras beste Freundin. Jawohl, weil du meine älteste und beste Freundin bist. Okay, cool. Laras Freundin. Cool. Sie war die allererste Freundin von Lara aus Zevert. Null Auflöser. Okay. Mein Gott. Okay, mein Gott, hat hier schon ganz Paradies. Dann gucken wir mal, ob wir hier im Zevert irgendwie ein Kapitän ist. Am Hafen. Möchte ich dann gehen zum Forschungszentrum. Na, okay. Ach ja, für magische Katars müssten wir ja auch noch wieder ein paar Belohnungen bekommen, oder? War doch hier, oder? Ich sehe keinen Kapitän. Bist du ja der? Ich bin der Katar-König. 30 Karten, aber ihr besitzt mehr Karten als ich in meiner Jugend.
Ihr habt euch den Ehrentitel Katar-Sammler verdient. Katar-Sammler, okay. Geil. Eine Minute Auffüllung. Oh, geil. 25 Treffer-Kombo kann man mystische Arts einsetzen. Verlorenes Fußkettchen. Der Bombe Outlaw schon. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt habe. Okay. Oh, ihr habt davon gehört? Hm? Ihr habt einen guten Zeitpunkt gewählt. Wir können Hilfe gebrauchen. Gut, dann ist alles klar. Es kann losgehen. Okay, wo bin ich jetzt hingefahren? Hallo, Verzeihung, wohin fährt dieses Schiff? Wir scheinen von der ursprünglichen Route abgekommen zu sein. Hä, ihr meint, ihr wusstet nichts davon? Ich an eurer Stelle würde diese Information für mich behalten. Was meint ihr damit? Wir sehen hinaus, um ein anderes Schiff zu treffen. Ein Schiff, von dem die Regierung nichts weiß. Moment mal, ihr seid Schmuggler? Nun, ja, das könnte man wohl so sagen. Ah, schaut, wir sind da. Tut mir nicht weh. Wir haben einen Lieutenant von Strata an Bord. Nun, das ist ein eigenartiger Anblick. Aber das ist doch falsch, oder etwa nicht? Sollten wir nicht etwas unternehmen? Regierungen haben nicht immer nur das Wohl des Volkes im Sinn. Ich würde vorschlagen, dass wir uns da raushalten. Monster, sie greifen aus dem Himmel an. Espel. Hey, zurücktreten. Wir kümmern uns darum. Geht ein Schiff in Deckung. Sie kommen. Bams und zack. Lotus. Aurole. Lotus Aureole. Okay. Wieso nicht Lotus Aurole oder irgendwie sowas? Zack. Spam. Buttetich. Voll übertrieben starker Angriff. Voll übertrieben stark sind wir. Okay, wir sind auch ein bisschen überlevelt. Aber ich habe schon noch böse eingestellt. Puh. Sieht aus, als ging alles. Es ging alles gut. Bäh. Ihr habt uns gerettet. Vielen Dank. Wenn ich mir überlege, was hätte passieren können, wird mir ganz schlecht. Hier, bitte nehmt das zum Dank. Etwas Schmuggelware. Okay. Malek, seid ihr das? Ich fasse es nicht, wenn das nicht der Barmann von Taktik ist. Schön, euch wiederzusehen. Hallo, Espel, stimmt's? Es war eine Überraschung, euch hier zu sehen. Wer ist das? Er hat eine Schenke im Barona. Moment mal, was führt euch eigentlich hierher? Ich hatte in letzter Zeit Probleme mit dem Alkohol, mit der Alkohollieferung. Also habe ich auf dieses Schiff eine Überfahrt nach Startup gebucht. Was ist mit der Schenke? Der geht's gut, aber ich würde euch gerne mal wieder hinter den Tresen sehen, wenn ihr Zeit habt. Dann müsst ihr euch wohl noch etwas gedulden. Tai, wisst ihr, wo ihr mich findet, wenn ihr mal Arbeit braucht. Wir würden uns freuen. Allmann festhalten, wir fahren zurück nach Zavert. Strateratsche, okay, das war irgendwie die Mission. Ja, Pendelforschungslabor können wir auch noch gehen. Haben wir bald alle Quests schon erledigt, ne? Hat ja auch nicht nur 6-7 Parts bald gedauert, das müsste jetzt der 6. Part sein. Oh Gott. Warum springe ich das eigentlich nicht, hallo? So ewig. Vor allem danach gibt es noch sehr viel andere Sachen. Schenkenmeisterkandidat. War die Tiere füllen sich. Spukfackel, okay. So, haben wir mal illegale Aktivitäten gemacht. Wir teleportieren uns erstmal dahin, weil das geht viel schneller. Ja. Alles klar, so. Dann Quest abgeben. Mein Gott, das wird noch ewig dauern, bis ich hier fertig bin. Eine Bananenpassete, boink. Null Auflöser, cool. So, dann gehen wir noch zum Forschungszentrum und dann können wir den Part beenden. Gilt das als Verlies? Forschungslabor, nicht Forschungszentrum. Ja. Ist das gleiche. Bäh.
Okay. Das war, glaube ich, ganz oben. In irgendein Raum, wo man nicht rein konnten, wenn ich mich nicht irre. Oder? So, die Frage ist jetzt, kommen wir jetzt hier runter, ist das richtig? Mehr, okay. Wenn wir hier sind, dann sind wir richtig. Sind wir. Wir sind wir richtig, sind wir. Alles klar, hier rechts war das, glaube ich. Weg. Geh weg. Hier ist ein Stern, gut. Wir sind richtig. Komisch. Wir haben ja keine anderen Arbeiter gesehen. Hm, du hast recht. Ich wette, an einem Ort wie diesen arbeiten jede Menge Nerds. Nerds? Klaro, ich hatte mal einen Kumpel, der so drauf war. Er stand total auf eine Sendung namens Dingstar Rangers. Hm. Was denn? Hm? Hab ich was gesagt? Hey, wir hätten genug Mitglieder, um einen von diesen Ranger-Brigaden zu bilden. Okay, kleiner Bruder, du bist blau. Sollte ich nicht rot sein? Hm? Meinst du? Ich finde ja, Espel sollte rot sein und Cherry natürlich rosa. Sophie könnte weiß sein, der Hauptmann schwarz. Nach diesem Ausschlussverfahren musst du also blau sein. Hm? Was sich wohl dahinter versteckt? Sollen wir nachsehen? Vielleicht, aber ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Komm schon, vorwärts, Rangers! Go, go, Power Rangers! Hier spricht Hubert. Wir gehen's an. Das hat er nur gedacht. Himmel, dieses Ding sieht echt übel aus. Äpfel, sagen wir doch, wer ihm den Torstoß versetzt, darf rot sein, hm? Was zum Teufel redest du da? Ich werde mich nicht zurückhalten. Okay. Mein Gott, so schwache Monster. Okay, ich bin rot. Ich bin der Rote. Und wer hat es getötet? Ich. Okay, okay, tut mir leid, dass ich direkt nach einem Kampf davon anfangen, aber ich habe eine Idee. Was denn jetzt schon wieder? Findest du nicht, dass ich eine bessere Anführerin abgebe als eine von diesen Farben? Wovon redest du? Das finde ich nicht. Pascal, die Position nach bist du gelb oder dem Benehmen nach eher grün. Ich geb's auf. Ein Teichschlunzler. Okay. Eine seltsame Kreatur, die von der Weile mal echt populär war, was? Was? Ich bin einfach nur okay. Was soll's? Ja, deswegen sind wir ja hingekommen, ey. War schon beinahe geskriptet. So, können wir weiter über Power Rangers reden? Ich war mal ein großer Fan von Power Rangers. Wir haben nur die ganzen hier Dingens hier, wie heißen die Megazords hier? Habe ich nur hier so einen Schrank voll. Weil ich mich nicht davon trennen kann. Aber nur von den ganz alten noch hier. Nicht so was hier von Dingens hier, was weiß ich, was das jetzt gibt. So, ich kann mich nicht teleportieren. Was da? Heck. Muss man marsianischen Enklave, oder? Okay, dann gehen wir mal zur marsianischen Enklave. Ich hatte winkt noch einen Titel irgendwie so was. Oder habe ich einen bekommen, bin ich jetzt ganz benebelt, egal. Benebelt. Gaussil und dann Telus Astur waren, glaube ich, noch ein paar Sachen. Auch noch machen. So, Gaussil. Wutsch. Regenbogenlinse. Wo soll ich die herbekommen? Rasereistrap. Bäh. Hm. Ja, okay. Schokolade, danke. Würde ich sagen, wir beenden den Part hier und ich sehe euch dann in der nächsten Folge, wenn wir weiter Quests machen. Das geht noch ein bisschen so, das wird nicht alt. Nein, überhaupt nicht. Und ihr habt auch nichts anderes zu tun. Deswegen sage ich, bis zum nächsten Part. Ciao.